Hallo liebe Kunden der ESA GmbH GEMProtect. Heute richten wir das HiConnect zusammen ein. Starten Sie das SADP-Tool, suchen die Kamera, aktivieren diese, geben Sie die Passwörter ein, inklusive Verifikationscode. Starten Sie bitte Ihr Browser und suchen die HiConnect Plattform. Da sind wir schon. Sie registrieren sich. Geben Sie bitte Ihr Username ein. Dann das Passwort. Bestätigen Sie das Passwort. Ganz wichtig, auch dementsprechend die Region bzw. Land, woher Sie kommen, richten Sie bitte das HiConnect über Ihre E-Mail-Adresse, nicht über die Handynummer, das wird von uns empfohlen. Dann geben Sie bitte den Code ein, den Sie rechts sehen, bestätigen die AGBs. Und bestätigen. So, da sehen Sie ja, Sie kriegen eine E-Mail zu der eingetragenen E-Mail-Adresse vom HiConnect mit einem Code. Den tragen Sie bitte ein, in dem Fall 7767. Es wird verifiziert, ob diese E-Mail-Adresse tatsächlich gibt. Tragen Sie bitte ein und schon sind wir drin. Wir haben hier verschiedene Einstellungen. Wir gehen jetzt in Device Management. Da ist noch kein Gerät drin. Wir können hier verschiedene Kameras oder wie auch immer Rekorder inklusive Kameras einrichten. Dafür werden die Seriennummer benötigt der jeweiligen Geräten, die Sie in einem SADP-Tool bei dem jeweiligen Gerät finden. Wir klicken die Kamera an, dann sehen Sie hier die Seriennummer. Das sind die letzten 8 Zahlen und ein Buchstaben vorne dran. Diese bitte kopieren und eintragen. Bestätigen. Und schon ist die Kamera erkannt. Wieder den Verifikationscode eingeben. Und aktivieren. Jawohl. Die Kamera wurde erkannt. Und schon ist sie da und online. Wir starten nun die App auf dem Handy. Hier in dem Fall ein Samsung-Handy, also sprich Android. Starten Sie die App. Die Mobiltelefonnummer ist nicht notwendig, sondern die E-Mail-Adresse als Login, die Sie vorhin eingegeben haben. Bestätigen das Passwort. Bestätigen. Sie können ja auch die Authentifizierung per Fingerabdruck starten und festlegen, ist ein bisschen bequemer. So, und schon sind wir drin. Sie sehen Ihr Account. Beachten Sie bitte, die Push-Up-Nachrichten auf Ihrem Handy freizugeben, ansonsten kann die Kamera über den HiConnect Ihnen keine Nachrichten schicken. Bei der Ersteinrichtung auf dem Handy müssen Sie erneut das Verifizierungscode eingeben und schon ist die Kamera da. Sie können auch die Auflösung ändern von Basis auf Standard und schon ist die Kamera viel schärfer. Sie sehen ja, die Kamera ist da. Somit ist das HiConnect fertig eingerichtet. Vielen Dank fürs Zuschauen.